Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, bei dem Clan Two Warriors. Haben wir zurzeit eine Clan-Krise? Ich kann es euch nicht genau sagen. Wir gucken einfach mal in die Details rein, woran es denn diesmal gelegen hat. 98, 99, ich glaube, es hat diesmal an der nicht so tollen Taktik gelegen. Wir haben relativ früh zu Beginn unsere hohen Angriffe verspielt, muss man sagen. Das heißt, unsere Elfer oben haben relativ schnell ihre zwei Angriffe gemacht, haben davon einen guten gemacht, einen nicht so guten oder wie soll man immer sagen, einen, der nicht so ganz stabil war. Und dementsprechend ist am Ende eigentlich das Ergebnis ausgefallen. Hätten wir taktisch etwas mehr getan, dann wäre das unter Umständen zu unseren Gunsten ausgegangen. So hatten wir am Ende keine Angriffe mehr oder nur noch zu schwache Angriffe. Und deswegen haben wir hier das vierte Mal in Folge verdient, muss man auch sagen, verloren. Es gibt ja auch nur ein, zwei, drei Kämpfe, finde ich, die es wert sind, gezeigt zu werden. Alles andere ist auch in Ordnung. Vieles war dann leider Rumgekrampfe und einiges, muss man sagen, geht auch gar nicht. Ja, wir sehen das hier, 0 Sterne von unserer 2 auf die 2. Die beiden, die ich allerdings aus dem Clankrieg hier zeigen wollte, ist der erste Angriff von unserer Nummer 1 vom Max. Der war nämlich richtig gut. Die 2 Sterne waren richtig übel, muss man sagen, mit richtig vielen Prozenten. Max entscheidet sich hier also mit einem Queen Walk und da kommt es auch gleich krass zu Anfang. Alle Skelett fallen, glaube ich. Die CB kommt da raus. Viel Gift im Spiel. Rechts, links über die Flanken mit den Bowlern. Aber er kommt richtig gut mittig rein. Auch am Magerturm hat das mit den Mauernbrechern gut geklappt. Kommt hier jetzt mit den restlichen Bowlern richtig gut in die Mitte rein. Hat noch 7 Walküren im Petto. Ich nehme mal an, falls nur rechts und links geklärt wird, dass die in die Mitte gehen. Aber Max hatte während des Angriffs schon Glück, dass nämlich die Queen nur von dem, oder es waren glaube ich, nee, es ist der obere war auf Multi, der untere war nämlich auf Single, nur vom Multi-Inferno angehittet wurde und so hat sich die Queen nämlich schon das Rathaus geschnappt und er konnte ganz in aller Seelenruhe seine Walküren hinterher schicken. Da waren schon 46% und jetzt werden es noch ein paar mehr. 50% am Ende waren es dann, ich glaube, so um die 70% oder 77%. Genau, weiß ich es gar nicht mehr und das ist natürlich richtig nice, hier oben so gute 2 Sterne geholt zu haben. Das war jetzt in Ordnung. War auch ein guter Fight von Max, allerdings ist er dann, finde ich, ein bisschen über sich hinausgewachsen, wollte unbedingt die 2 schaffen und hat die gleiche Anzahl an Sternen wie Norman geschafft. Und naja, irgendwie haben wir dann ja glaube ich doch noch einen Stern auf die 2 gekriegt. Aber das war dann auch schon mehr recht als schlecht. Also das war richtig guter Kampf, 2 Sterne. Und ich muss mal gucken, ja, wir haben noch 2 Sterne geschafft, nämlich der Joker hat noch 2 auf die 2 geschafft. Allerdings viel zu spät und vor allen Dingen, wenn sich die Elfer dann hier oben bemühen, fehlen uns im unteren Bereich die Angriffe, gerade so im 10er-Bereich mal. Auch da haben wir es wieder versäumt, den einen oder anderen 10er mal zu 3 Sternen. Ich meine, es war wieder ein kleines Mismatch, aber ich will da gar nicht mehr rüber rumheulen. Es ist halt so, hier waren, glaube ich, 7 Elfer, richtig viele 10er. Und hier unten konnten wir gar nichts reißen. Hier waren wir, ich glaube, hier hatten wir nur 2 Achter. Ich glaube, der 39, 40 waren Achter. Danach ging es schon mit 9er los. Wir haben selber auf unserer Seite, da muss ich mal eben gucken, ich glaube, es waren 4 Achter, die sich dann natürlich da um 2 Achter schlagen, weil höher ging schon gar nicht mehr. Ja, wir waren sogar 5 Achter. Ja, nee, Hubert ist schon 9er, aber gerade so mal 9. Also, ich will trotzdem nicht von unfair sprechen, das müssen wir irgendwie kompensieren. Normalerweise gelingt uns das auch, aber hier war leider wieder zu viel Mismatch im Spiel. Aber wie gesagt, ich will da gar nicht drüber
meckern, wollte euch noch einen richtig schönen Angriff zeigen. Und zwar, oh, ihr seht hier selber, so ein paar Leute mussten uns leider verlassen. Warum auch immer, das will ich hier nicht näher erläutern. Aber ich hatte hier einen Angriff, muss ich sagen, der war richtig gut. Und zwar ist das hier, glaube ich, ja, das war der Matthias hier bei seinem zweiten Angriff auf die Base, haben wir uns richtig abgekrampft, muss man sagen. Hier hatten wir zwei, drei Versuche drauf, ist eine 10er Base, er hatte hinten in dem Bereich des Rathauses alle seine Infernos, Max Infernos für Rathaus 10. Und wenn ich mir jetzt so seine Truppenkombi angucke, so im ersten Blick würde ich sagen, das reicht für einen Stern, vielleicht für zwei, wenn man das Rathaus am Anfang mitnimmt. Aber wir haben uns eines Besseren belehren lassen und Matthias hat hier richtig guten Queen Walk hingelegt mit einer 10er Queen. Da habe ich auch danach gesagt, echt Respekt, drei Heiler nur dabei. Lohn, ich glaube in einer Clanburg hier ist ein Hund drin, ein Hoher. Und wir gucken uns mal an, wie er das gemacht hat. Er ist also von oben mit dem Queen Walk angefangen. Dort hat er wenig Beschuss gehabt, nämlich nur den Bogiturm erstmal. Und kommt jetzt mit Mauernbrechern, denke ich mal, na, mal gucken, ob die, ja, die Queen müsste eigentlich jetzt da rumrennen, weil das Lager doch zu weit weg ist, jawohl, er zündet sie jetzt sogar schon, na, zu Anfang des Kampfes zündet er seine Queen hier schon, und aber sie lebt noch mit drei Heilern, der King macht derweil mit so ein paar Valkyren das Rathaus und kommt richtig tief in die Base rein, Clantruppen werden gegiftet, und oben ist noch ganz locker, ich halte das mal eben an, ist die Queen noch dabei und er kommt von hier unten, die Clanburg ist glaube ich jetzt schon weg, kommt er sauber mit einem Hund und einer ganzen Masse Loons hinterher auf die Ecke. Rechts unten lauert natürlich eine Queen, aber wenn man natürlich richtig viele Loons am Ende über hat, dann feuern die auch nur einmal auf die Queen, zumal jetzt auch noch die Lava-Puppies aufpoppen gleich und dann ist es das auch für die Queen gewesen. Zwei Dev-Gebäude, danach gehen nämlich die Loons auf die Queen und die werfen nur einmal ab, dann war es das für die Queen. Aber hier machen es, glaube ich, die Larkies, da kommt noch der King, zwei Valkyren noch dabei und also richtig fantastischer Drei-Stern hier von unserer 35 auf die 32, drei höher und das auch RH10er, also eigentlich ein 9,5er, richtig gut, richtig guter Angriff. Aktuell sieht es wieder ein bisschen entspannter aus. Das Bild, was ich euch gezeigt habe, war natürlich vom vorletzten Clankrieg. Unseren letzten Clankrieg haben wir gewonnen. Aber ich möchte sagen, das ist kein Maßstab gewesen hier. Im Vergleich zu den Clankriegs davor, gegen 10er, 11er, 12er, 13er Clans, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Unser letzter Gegner, wir konnten vorher noch ins Warlock gucken, hat sich erst vor, ich glaube, einer Woche wiedergefunden, hat dann 1 CK kampflos verloren, den zweiten unglücklich verloren und jetzt den dritten auch gleich zu Anfang so ein paar Leute verloren. Aus welchem Grund auch immer, hier hat nur einer angegriffen, der hat zweimal angegriffen, aber ich glaube hier der Amir hat einmal angegriffen, ist danach rausgegangen, hatte wohl noch einen zweiten Account hier, der hat immerhin zweimal angegriffen, aber am Ende haben dann doch beim Gegner die Sterne gefehlt und wir haben das Beste draus gemacht. Also unten auch die 9er, zwei haben wir glaube ich mit 10ern machen müssen oder drei mit 10ern. War das eine saubere Sache. Auch hier muss ich den Angriff von Max einfach zeigen. Max ist derzeit unser stärkstes RH11 und ich glaube, er hat hier die 2 ganz bewusst gemacht. A, war der CKE schon gewonnen zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, Max hat die Base schon öfter ge-2 und knapp ge-3-sternt. Und dieses Mal wieder mit einem 3-Stern abgeschlossen. Wir haben es ja vorher schon gesehen. Wir gucken mal, wie er es gemacht hat. Also auch hier mit dem Queenwalk und Warden. Und mit dieser Kombi kommt er natürlich richtig weit. Schon in die Base rein. Er ist jetzt schon im zweiten oder im ersten Ring hier drin. Und versucht eigentlich immer eine Flanke aufzuräumen, das was ihm dieses Mal auch wieder gelingt. Er schafft es eigentlich mit seinem Killsquad, also mit Queen und das was jetzt kommt, mit den Bowlern und mit seinem King,
schon sich das Rathaus zu schnappen. Hat auch wieder hier in Backhand die 8 Walküren diesmal. Und vielleicht für ihn auch relativ überraschend. Oh, da geht ja schon eine ganze Masse an Truppen in die Mitte. Das nutzen wir mal aus. Fries rauf. Bohler nochmal mit Wut versorgt. Und jetzt kommen die Walküren und geben dieser Base eigentlich nur noch den Rest, muss man sagen. Die Queen schafft zwar nicht bis zum Ende und auch die Walküren reißen es nicht alle bis zum Ende, weil sie da doch an den Mauern jetzt hängen bleiben und doch ein bisschen viel Def auf die Walküren ballert, vor allen Dingen punktuale Def, also Kanone und Bogenschützenturm, die tun dann schon ein bisschen mehr weh, weil die viel DPS fahren. Aber hier schafft die Queen doch noch den Rest, also wirklich auf dem letzten Sticken und richtig krasser 3-Stern hier im RH11-Bereich. Toller Angriff, muss ich sagen. Das hat uns nochmal einen Schritt nach vorne gebracht. Das war aber, wie gesagt, so relativ weit vor Ende. Und wir haben auch relativ hoch gedreisternt. Im RH10-Bereich hat es diesmal auch nicht gebrannt. Also überall ganz solide 2 Sterne. Im RH11-Bereich auch gut gezweisternt hier von Olli. Tolle Taktik, auch wenn da richtig Feuer in der Base war. Auf die 1 war das so hauchdünn von Max. Das war nur noch ein Fitzel, ich sag mal so ein Lakaienschuss, wäre auch da das Rathaus gefallen. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann hier im 9er Bereich, ich glaube, nur eine ausgelassen, die 14. Jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, da haben wir auch 2 oder 3 Angriffe aufgemacht. Ja, die hätte man sicherlich noch gepackt. Leider hatten wir auch in diesem CK jemanden, der 2 Angriffe nicht gemacht hat, die fehlen einem so ein bisschen. Hier unten konnten die Achter schon richtig zeigen, was sie konnten. Ich gucke mal, das ist glaube ich schon der 2. Angriff vom Schief hier auf den RH9. Also frisches RH9, hat vergessen seine Queen hier reinzupacken, weil er nämlich schon eine hatte. Und die Mauern standen da hinten natürlich auch richtig gut, also noch nicht in die Base integriert. Sie ist also noch nicht größer als eine RH8. Und er hat das im Angriff vorher gesehen. Das hat nämlich der erste Angreifer auch gemacht, hinten ganz easy peasy die La weggemacht und sogar den Feger mit Bogies. Hat dann 9 Drachen und ein paar Lakaien, die so ein bisschen die Vorhut bilden und kommt dann oben am Feger mit seinem King raus, damit der Feger die Drachen nicht stört, denn das war ein großes Problem im ersten Angriff. Und so kam er richtig fett in die Base rein mit seinen Drachen und den Loons. Bodentruppen kommen aus der Clanburg, sprich Magier. Die tun natürlich weh, wenn die alle auf einmal schießen, aber sie waren auch jetzt ein bisschen verteilter. Und hier flogen die Drachen wirklich, wirklich gut rüber. Man sieht auch, die Loons überleben richtig lange. Ja, mal gucken, ob die noch eine Def schaffen. Ja, fast. Sie haben den Magierturm hier noch angekratzt. Und am Ende waren das hier auch 3 Sterne. Das war noch zu Anfang des CKs, da wo unsere Achter eigentlich ihre Angriffe auf ihren Achter raushauen, meist auf den Gegenüber und dann ein bisschen höher gehen. Das wird dann meistens ein 8er oder 9er sein. Hier war es mal so ein Mischmasch. Guter 3 Stern vom Schief. Ausnahmsweise mal, der macht ja auch nicht immer 3 Sterne, ist auch jetzt schon fast Max RH9, RH8. Also ich glaube, dem fehlen nur noch so ein paar Mäuerchen. Und so wie ich das auch verstanden habe, geht er nicht hoch, der bleibt erstmal 8. Mal gucken, was er sich dann einfallen lässt, weil er wird in jedem Fall, so wie hier, immer von 9ern gedreiert. Also das ist immer ein ganz sicherer Dreier. Und da muss er unter Umständen noch ein bisschen was tun. Im nächsten Clankrieg, den wir haben, um einen kleinen Ausblick zu geben, man darf sich nie vom Clan-Level täuschen lassen. Ist ein Clan-Level 6, wir sind ein Clan-Level 11 mit weit über 150 Siegen mehr auf dem Konto. Sicherlich ist das einen ganzen Haufen mehr Erfahrung, aber auch so ein Clan hier wie ein Clan Level 6 ist, finde ich, denke ich mal, hochmotiviert uns zu schlagen. Und von den Bases her sieht es sehr vergleichlich aus. Das heißt, wir haben 4 Elfer, der Gegner hat 5 Elfer, ist nicht so tragisch. Der Gegner hat hier 3 Zehner. Wir haben 1, 2, 3, 4. 4 Zehner, also ist auch nicht so viel mehr. Entschuldigt, ich musste gerade mal wieder abhusten. Und haben dann eine ganze Masse 9er. Ich glaube, hier unten 17, 18, 19, 20, 8er.
Das ist hier, glaube ich, genauso, absolut identisch. Gute Aufteilung der Rathäuser, wie ich finde. Und auch von der Stärke der Truppen und der CK-Sterne, die der Gegner so an den Tag legt, ist das richtig gut. Guter CK, denke ich mal, wird das. Ja, kleines Update hier von meiner Base. Ich hab mich entschieden, erstmal den Flächenschaden hochzubringen. Das heißt also, ich fange hier mal, ich hatte ja gesagt, wenn ich das ganze andere Gelumpe habe, also Elixiersammler und Bohrer etc., dann fange ich an, mittig die Dev auszubauen mit meinen weiteren Bauarbeitern und ich habe mich entschieden, die Magiertürme erstmal auszubauen. Mein dritter Tesla geht los, da habe ich ja einen Bob für, der einmal rundherum alle Tesla macht. Genau wie hier unten, ich einen hatte, der alle Kasernen macht. In 18 Stunden ist auch meine letzte Kaserne endlich Max. Das heißt also, ich kann immer fröhlich ohne Zeitverzug Truppen machen. Und da ich hatte gestern ja einen Bauarbeiter frei, da aber nicht genug Gold, um was Großes anzufangen, deswegen alles muss hoch, habe ich mich erstmal entschieden, eine Bombe zu machen. Eine Luftbombe auf Level 3 und ihr seht selber 192.000 Dunkles. Nächster Bob ist in einer Stunde, ein paar Minuten frei. Das heißt, ich denke mal, ich werde, weil ich auch nicht im CK dabei bin, meine Queen weiter ausbauen. 173.000 ist easy. Durch den gewonnenen CK fühlt sich meine Treasury auch langsam. Und mal gucken, ob ich die Queen dann zum Wochenend-CK wieder aus dem Schlaf wecke oder ob ich den vielleicht mal dann auslasse, um so ein paar Gems zu sparen. Das weiß ich noch nicht, da muss ich mal gucken. Ich könnte auch noch warten bis morgen, könnte noch ein bisschen mit meiner Queen Farm gehen, aber das lohnt sich mit den Truppen nicht wirklich. Deswegen mache ich wahrscheinlich zwei Mauern hier mit dem, was ich jetzt hier oben drin habe. Habe ja noch ein bisschen der Clanburg, das heißt, die Mauer hier soll noch hochgehen. Dann habe ich diesen inneren Ring hier um die Clanburg und um den dunklen Sammler fertig. Bis hier oben hin, dieses Y hier, dieses gezwirbelte. Und ja, dann geht das hier schon auf die Sachen, die nicht mehr so lange laufen, außer die X-Bogen laufen dann noch im zweistelligen Bereich. Alles andere nicht mehr, stimmt nicht ganz. Die LAS laufen natürlich auch im zweistelligen Bereich. Aber ich denke mal, das kriegen wir alle hin. Und Fokus liegt einfach auf meiner Queen, ist die oben. Hält mich von den CKs natürlich nicht mehr wirklich viel ab. Dann geht der King auf die 40. Und im Base-Aufbau komme ich auch gut zurecht. Mit den 3 Millionen Mauern natürlich ist das ein Entgegenkommen von Supercell mit den neuen Mauern. Dass die Mauern hier nicht 4 Millionen kosten, weil dann hätte ich auch noch nicht, längst nicht so viele. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn das so ist, dann lasst einfach einen Daumen nach oben oder einen Kommentar oder was auch immer. Ich verbleibe. Euer Toto, clasht.